Hallo und willkommen zu House Flipper. In dem Spiel werden wir uns ein bisschen handwerklich betätigen und genau ein paar Häuser herrichten, um genug Geld zu sammeln, dass wir uns was Größeres, Besseres kaufen können als das. Aber schauen wir erstmal rein, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Wegwerfen, zack, zack, zack. Oh ja, doch, es ist schlimm. Muss man tatsächlich sagen. Es ist wirklich schlimm. Okay. Bisschen Müll, das können wir so aufsammeln. Können wir das? Teppich gerade, naja. Den Müll nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Was? Oh, um Gottes Willen. Hehe. Wenigstens den Spiegel wieder gerade hinhängen. Reinigen ist noch nicht verfügbar. Ach, wir können noch gar nichts reinigen. Was ist hier? Laptop? Oh. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Dann gucken wir mal rein ins Postfach, würde ich sagen. Eine E-Mail von Sandra Ziegler. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Wer kennt es nicht? Man ist einfach lange zusammen und am Ende steht man ohne Heizung da. Er ist in die Wohnung eingebrochen und hat sich als Rache verwüstet. Der Arsch hat sogar meinen Heizkörper mitgenommen. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizung sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selbst nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Beste Grüße. Eieiei, sie wird abrechnen. Na dann, wir gucken mal rein. Wie schlimm es am Ende wirklich ist. Glückwunsch, dass ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du Dreck mit dem Mob reinigen. Also, moppen. So, schauen wir mal. Das sieht tatsächlich nicht so gut aus für die gute Frau. Wir nehmen erstmal den Müll weg. Zack. Schachteln, Dosen. Können wir das aufstellen? Ja. Dann können wir besser durch. Hier noch ein paar Dosen. Hier noch Dosen. Schachtel, Dosen. Mehr Schachteln. Können wir eigentlich zum Mob wechseln? Rechte Maustaste gedrückt halten. Und reinigen. Wir moppen mal den Boden. Können wir das Bett moppen? Oh Gott, niemand will wissen, was in dem Bett passiert ist. Wir machen einfach die Tür wieder zu. So, Boden moppen, Teppich moppen. Noch mehr Boden. Zack. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Tablet, Tab. Dann gehen wir auf Verbessern. Was wollen wir denn? Verunreinigung auf der Minimap sehen. Aufräumen um 25% schneller. Aufräumen. Weite Reichweite, guter Mob. Schneller mobben, würde ich sagen. So, Tisch reinigen, dann haben wir hier noch Herdplatte. Natürlich die Spüle, alles mit Mob. Es ist nämlich, was die Leute nicht wissen, es ist ein Wundermob. Der macht auch Wände wieder sauber. Wahnsinn. So, hier hinten noch. Die Couch. Die sieht aus, als wäre sie aus keine Ahnung sogar. So, Lowboard vom Fernseher. Können wir, Moment, Stuhl aufstellen. Zack, die Vase wieder aufs Lowboard. Ja, kann ich das zumachen? Scheinbar nicht. Da haben wir alles fertig. Hier haben wir alles fertig. Ah, hier fehlt der Heizkörper. Ein Tablet zu drücken. Tab, um es herauszunehmen und wegzuschenken. Es ermöglicht, die Dinge zu kaufen. Es wird in diesem Job nützlich sein.
denke ich mir, ich brauche einen Heizkörper. Einmal auf Shop, dann gehen wir auf. Und dann Türen, Wände, Anschlüsse, Heizung, Heizkörper. Jetzt kaufen. 37,20, das ist ein sehr günstiger Heizkörper. So, montieren. Oh, verbinden wir mal einmal mit dem Rücklauf. Einmal Vorlauf. Mit Thermostatkopf. Und wir drehen die Heizung auf. Und merkt ihr schon, Leute? So schön warm. Okay, Tür zu. Wir wollen nicht, dass die neu gewonnene Wärme wieder verschwindet. Dann gehen wir wieder zum Mob. Machen einmal das Waschbecken sauber. Einmal den Boden. Und vor der Toilette. Oh. Alle Aufgaben wurden erledigt. Schön. Enter. Das gibt 655 Euro zum Abschließen. Und ich würde sagen, das machen wir. Wir sind hier eh fertig. So. Nehmen wir jetzt den Mob hier. Kann ich hier auch... Ah, jetzt kann ich hier auch putzen. Schön. So zumindest den Platz, wo wir arbeiten, ein bisschen sauber halten. Und dann schauen wir, was gibt es jetzt Neues? Zwei neue E-Mails. Putzaktion in der Garage und Heizkörper. Putzaktion in der Garage. Garage muss entrümpelt werden. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Vergessen Sie nicht die Fenster putzen. Ja, das ist klar. Und ist unzufrieden. Na, das. So. Naja, wer mag es nicht, wenn man seine Werkzeuge an andere Orte legt? Rote Markierungen auf der Minikarte zeigen Orte an, an denen du eingreifen musst. Oh, ist aber jetzt schon ein bisschen grün hier. Kann ich direkt in die Garage? Jawohl. Da muss ich nicht durchs Haus laufen. Ich sehe schon, wir brauchen gleich den Mob. Oh, sogar die Autoreifen können wir wegmoppen. Mob, Mob, Mob. Zack. Das hier noch ein bisschen. Na gut, ein bisschen hätten sie natürlich schon auf Sauberkeit achten können. Muss man aber natürlich nicht. So, weiter hier. Mob, Mob. Und die Autoreifen noch. So. Zack. Oh, hier war noch was. Die Werkbank müssen wir natürlich moppen. So. Jetzt werfen wir mal die ganzen Boxen weg. Müllbeutel. So. Werkzeug Finger weg hat es geheißen. Das machen wir. Zack, 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 zack. Alte Reifen machen wir, genau. Zack. Ah, das ist... Oh, wir haben eine neue Fertigkeit schon wieder freigeschalten. Da drücken wir doch gleich mal Tab. Was gibt's da Tolles? Guter Mob oder einige verunreinigt. Wir nehmen das mal guter Mob, weil wir doch sehr viel mit dem Mob arbeiten im Moment. Ah, alte Reifen, Box, alte Reifen. Da ist noch eine Box hier hinten. Zack, 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 zack. Können wir da... Hoppala. Eieiei. Die guten Räder. Wollen wir da noch mobben? Ja. Oh, jetzt haben wir einen neuen Mob. So, was jetzt noch? Doch im Haus noch was machen. Aber wo? Ach, Fenster putzen war irgendwie. Ja, 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 ja. Fenster reinigen, genau. Mit dem Fenstersauger. So, schön langsam. Damit es nicht schliert. So. Und links rum und rechts rum. Erledigt. Alle Aufgaben erfüllt. Schauen wir mal, was gibt es an Moneten? Oh, bloß 400 Euro. Na gut. Wir haben ja keine Wahl. Eine große Familie braucht zwei Badezimmer. Mindestens zwei. Hast du bemerkt, dass du in der Galerie auf dem Tablet ein beliebiges Foto von der Festplatte laden und als Plakat oder Bild an der Wand aufhängen kannst? Nee. Du kannst auch die Kamera benutzen, um Fotos im Spiel zu machen und sie auf deiner Festplatte zu verewigen. Naja, so gut sieht es jetzt nicht aus bei uns.
Moment mal, können wir da bei uns den Heizkörper montieren? Moment mal, wir machen mal ein bisschen Platz da hinterm Bett. Da wäre ein Anschluss. Upp, zack, können wir? Du kannst kaufen und hier montieren, wir können. Zack, tatsächlich. Wir müssen nicht mehr frieren. Wie genial ist das denn? Zack. Zack. Jawohl. Neue Fähigkeiten. Oh, was nehmen wir diesmal? Oh, diesmal Monteur, Verputzer oder Fliesenleger. Ich denke, wir nehmen Monteur. Verputzen, Fliesenlegen haben wir noch nicht. Eine Nachricht. Verhandlungen. Preis verhandelbar. Schnellere Aufträge, höheres Einkommen. Ha. Chance auf Erfolg beim Verhandeln. Zahlung für Aufträge. Und mehr Geld ist immer gut. Wir nehmen mehr Geld. Können wir hier drüber mobben über den... Tja, ist Wahnsinn. Das mobben wir weg alles. Der ganze Dreck muss weg hier. Da. Woll. Wasserflecken an der Wand. Wegmobben. Bad. Flecken vorm Klo. Wegmobben. Was können wir noch ausmobben? Nix. Oh doch, hier ein Wasserfleck. Spinnweben können wir mobben. Ah, schade. Der Spiegel wird nicht wieder heile, wenn wir den mobben. Hier hinten? Ist das Dreck hier an der Wand? Tatsächlich. Das können wir auch nicht mobben. So, die Fotos könnten wir mal gerade hinhängen. Und vom Bett weg, sondern über... Das sieht doch schon besser. Das nehmen wir hier weg und tun hier an die Wand. Jo, so würde ich das lassen, hätte ich gesagt. Den Stuhl dran und die Kettensäge muss aufs Schränkchen, auf die Kommode. So, jawohl. Könnte ja jederzeit sein, dass wer vergisst, die Tür zuzumachen. Und bei einer Zombie-Apokalypse müssen wir uns verteidigen. Und das geht halt am besten mit einer Kettensäge. Aber am allerbesten Tür zulassen, dann haben wir keine Gefahr. So, hier können wir noch ein bisschen moppen. Können wir das noch gerade machen. Zack. Sehr schön. Zu wenig Platz. Achso. Okay, na, das ist wurscht. Schauen wir, was gäbe es denn noch für Aufträge im Moment? Oh, drei Aufträge. Heizkörper, amarantrote Wände. Vorbereiten auf das Eintreffen des neuen Familienmitglieds. Das ist wohl ein Kinderzimmer errichten. Gut, ich würde sagen, als nächstes nehmen wir dann die Wände weißen. Das machen wir beim nächsten Part, weil jetzt ist unsere Zeit leider schon wieder abgelaufen. Das heißt, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Servus.